Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Es war alles etwas schwieriger, als ich mir die ganze Sache am Anfang vorgestellt habe. Aber ich habe es gelöst. Ich habe meine Ideen dazu gefunden. Und zwar hier im Hintergrund sehen wir ja so ein paar Häuschen, aber da komme ich gleich drauf. Herzlich willkommen bei Train Dreams. Jeden Freitag 16 Uhr bin ich für euch da, so auch heute. Aber wieder zurück zum Thema. Ich hatte mir ziemlich viel vorgenommen. Ich wollte ja die Häuschen setzen. Das heißt, es ist nicht ziemlich viel, wenn man sich überlegt, der Kerl setzt da zwei Häuschen und da ist glücklich drüber. Ja, aber dieses Modul, was hier vorne ist, was man ja abnehmen kann, da kommen wir gleich mal drauf. Das ist schief und krumm. Da ist Erde drauf, da ist ein Bahndamm hinten dran. Da ist nichts gerade, was man sich in irgendeiner Form vorstellen kann. Jetzt stand ich erstmal eine ganze Weile da und hatte überlegt, wie machst du es? Im Hintergrund sieht man es schon. Ich habe mir hier im Lasercutter was ausgedruckt, aber das könnt ihr euch im Hintergrund angucken. Also wie gesagt, ich hatte überlegt, wie machst du es? Hatte erst die Häuschen hingestellt, ihr habt es ja gesehen im letzten Video oder auch nicht, dann könnt ihr es euch gerne mal angucken, ich verlinke es natürlich. Und das sah furchtbar aus. Ja, die hatte ich sowieso quer stehen, relativ breit, auf einem kleinen Modul dachte ich mir, das ist nicht so schön. Wie man hier oben rechts sehen könnte, sind das ja jetzt Häuschen, die 90 Grad verdreht wurden. Und habe die so hingestellt und das war natürlich alles schief, ist ja klar. Die Erde drunter, die da drauf geklebt ist. Das ganze Modulchen, das kippt zum einen nach vorne, das kippt zum anderen nach rechts hoch. Und das war alles schlecht. Und da habe ich gedacht, na gut, dann mach doch einfach gerade Plattformen unten drunter. Das ist das, was ich hier hinten gerade mit dem Lasercutter ausschneide. Mach da die geraden Plattformen unten drunter. Und die geraden Plattformen, ja, die sitzen ja auf dem höchsten Krümel von diesen hart geklebten, von dieser hart geklebten Erde darunter. Das geht also auch nicht in der Form. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mir das ausgedruckt. Ihr seht schon, das sind Passformen, wo die Häuschen reinpassen, wo die reinkommen. Ist natürlich wieder mal mit den Kabeln, die jetzt hier noch oben hängen, ein bisschen schlecht zu sehen. Aber so in der Art kann man sich das vorstellen. Die Häuschen sind dann sozusagen wieder reingelassen in diesem ganzen Teilchen. Jetzt war das Problem, bring die doch erstmal, ihr seht schon, das kippelt so immer über den höchsten Stein, der da irgendwo ist. Dann hatte ich mir die Mühe gemacht, zum Schluss, nachdem ich das erstmal hier angezeigt hatte, ich musste ja erstmal so grob wissen, wenn ich das runternehme, die beiden Schablonen, wo kommt es denn überhaupt hin? Und habe mich entschieden, die relativ beieinander zu machen und die sind auch leicht in der Höhe versetzt. Kommen auch gleich ein paar Bildchen mehr dazu. Auf jeden Fall musste ich natürlich, was ich euch jetzt nicht zeige, diese Oberflächen da bearbeiten, ja. Also ich habe alles fein säuberlich, ich meine, da wo ich einen Kleber hinten zuerst reingemacht habe oder diesen Spachtel, da habe ich fein säuberlich mit dem Schraubendreher, mit dem Griff immer so die Erde runtergewalkt, so bis das Ganze irgendwann mal so bis zu 5 mm teilweise sich gesenkt hatte und ich diese Teile aufsetzen konnte. Und ich sage wieder aufsetzen und nicht einsetzen, weil es steht natürlich immer noch nach oben ab. Ja? Wenn ich das so eingesetzt habe oder aufgesetzt habe, liegt das immer noch oben drauf. Also ich hätte es regelrecht rausschneiden müssen. Wollte ich aber nicht, weil ich habe gedacht, okay, es ist sowieso ein Bahndamm nach links weg. Hier sehen wir jetzt mal den Höhenunterschied zwischen den beiden Häusern. Finde ich super. Kann man viel, viel mitmachen. Das rechte freie Fläche vor dem Häuschen da ist ein bisschen breiter, weil da ist ja die Garage, wie wir dem roten Häuschen sehen. Das heißt, da muss ja noch irgendwie ein Autochen hin oder wie auch immer. Während ich bei dem unteren Haus lediglich so eine Art Fußwege dahin gemacht habe. Da kommt natürlich noch Beleuchtung hin, da kommt natürlich noch Straßenlaternen, das kommt alles später. Hier geht es mir heute erstmal nur um diesen reinen Aufbau, die Straße, die ich jetzt setze. Das heißt, ich habe da ja diesen Winkel da, diesen aus Sperrholz mir damit ausgeschnitten, das hier. Und das soll die Straße werden. Auch hier wieder eine Herausforderung. Ich wollte jetzt nicht einfach das schräg drauf machen, sondern ich habe versucht, dass ich an dem oberen, der oberen Plattform von dem Häuschen, was da reinkommt, dort noch gerade bin. Deswegen habe ich es erstmal nur oben aufgeklebt. Und wie in diesem Bild jetzt hier zu sehen, ich habe einen kleinen Sprung gemacht, habe ich dann so zwei Zahnstocher runter gepappt dann und habe dann ab dieser Stelle, wo dann der letzte Spachtel drunter war, habe ich es dann nach vorne abgeknickt. Nicht dolle, aber man sieht es jetzt, dass es oben halb bis gerade ist. An der vorderen Plattform ist vorne die
Ebene etwas höher als hinten, ja. Und damit habe ich ja sozusagen die Straße ein bisschen abgekippt. Es war auch schwierig, die nach vorne zu führen, dass sie dann wieder gerade ist. Ich kann ja hier vorne nicht so eine schräge Straße machen. Die muss ja auch halbwegs gerade ankommen. Und habe dann aber gesagt, okay, jetzt machst du hier noch ein bisschen Böschung drauf. Das habe ich natürlich in alter Manier gemacht, wieder mit reiner Erde. Und habe da einen kleinen Hügel nach vorne ablaufen lassen, habe den aber zum Schluss, das werde ich glaube auch nicht zeigen im Video, weil das habe ich schon zigmal gemacht, habe den wieder vorne etwas hoch modelliert, so dass praktisch die Landschaft vorne gerade abschließt. Vielleicht sehen wir es nachher noch, dann kann ich ja was dazu sagen. Und ja, das hat sich recht gut gemacht. Ich habe das wieder mit Alkohol eingespritzt, das erzähle ich auch nicht mehr, das habe ich schon 100-mal gemacht. Und das Ganze dann wieder richtig satt, mit Wasser-Weißlein-Mischung da reingemacht. Und der Alkohol, ich kann es ja noch mal ganz kurz erwähnen, der ist dafür da, dass die wirklich trockene Erde, die da drunter ist, sofort den Alkohol aufnimmt und feucht wird. Super. Und dann kann ich nämlich erst mein Wasser-Weißlein reinmachen. Denn wenn ich Wasser-Weißlein-Gemisch auf trockene Erde mache, das läuft da nicht rein. Ja, das bleibt oben drauf, das bringt gar nichts. Jetzt habe ich hier das auf der rechten Seite das auch gemacht, so ein bisschen auslaufen lassen, denn wo rechts der Ausschnitt da ist, da steht ja meine Signalbrücke, die Gitterbrücke. Und die kann ich ja nicht da im Gebirge oder im Gelände verschwinden lassen, sondern habe die Erde da ein bisschen runtergefahren, habe das auch hier noch ein bisschen aufgearbeitet, habe da praktisch links von dem Weg das noch gemacht, sodass alles irgendwo ein gewisses Bild ergibt irgendwie, dass das irgendwo gerade ist, aber gleichzeitig ein Gefälle drin ist. Naja, und ich denke mal, ich habe das so halbwegs hinbekommen. Interessant finde ich diese Dreckspuren, die sich da selber gebildet haben durch den Alkohol, der da runtergelaufen ist. Hätte es nicht ganz gut gemacht, wenn ich die Straße vorher schon bemalt hätte. Weil dieses runtergelaufene Dreckzeug hat irgendwas, ja. Hier habe ich jetzt die Elektrik angebracht. Das habe ich euch diesmal nicht gezeigt, weil ich habe nichts weiter gemacht, als diese ganzen Litzen da fest eingeklemmt in diesen Balken, wo der Stecker reinkommt. Und zeige ich euch gerne noch in einer der nächsten Folgen. Da kommen mir noch mehr Beleuchtungselemente rein. Das heißt, ich muss mal sehen, wie gesagt, da kommen Straßenlaternchen noch hin. Ich muss mir von dem Gelände ein bisschen Gedanken machen, wie ich nach links weiter weggehe, bis zur Gitterbrücke, vielleicht so eine Art kleinen Trampelweg, Feldweg, keine Ahnung, wo vielleicht gerade ein LKW draufsteht, der da irgendwas machen will oder kann oder ich weiß es nicht. Ich will ja nicht an jeder Szene irgendwas machen, wo man sagt, ach, hier wird gerade dran gearbeitet, da wird dran gearbeitet, ist ja in der echten Welt auch nicht so, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Es wird ja nicht an jeder Stelle irgendwo was gerade gearbeitet, aber ab und zu möchte ich schon ganz gerne mit einflechten und da muss ich mir irgendwas mal einfallen lassen, dass da irgendwas ist, dass da vielleicht noch ein Stromverteilerkasten ist, wo so zwei, drei Personen daneben stehen oder sowas in der Art. Hier sehen wir jetzt, wie ich die beiden Häuschen noch mal gerade ausgerichtet habe. Ganz 100% ist es nicht. Wir sehen es oben an der Wasserwaage. Sie ist noch ein Mühchen, das ist ein halber Millimeter oder sowas. Aber jetzt habe ich gesagt, jetzt lasse ich meine Kirche im Dorf und habe das so gelassen, weil ich hätte jetzt wirklich das hinten runterdrücken müssen, vorne ein bisschen hoch. War, ach nee, habe ich gelassen, das bringt's nicht. Das sieht dann auch irgendwo nicht mehr schön aus. Und aber ich habe es gerade hinbekommen. Das ist für mich die Hauptsache, wenn ich mir das angucke. Hier sehen wir jetzt nochmal den Stecker, der unten drunter ist. Wie gesagt, das habe ich euch jetzt nicht gezeigt, wie ich die Kabel da festgemacht habe. Das ist jetzt nur wirklich kein, Achtung, Hexenwerk. Und ja, mir gefällt das. Wenn man das erstmal sieht, das ist ja der erste grobe Aufbau, den ich hier habe. Da ist ja noch gar nichts gemacht dran. Ja, man hat jetzt lediglich die beiden Häuschen. Und wenn man jetzt das von vorne sieht, man sieht diese kleine, niedliche Gefälle, was da drin ist. Die Straße, die soll natürlich nach vorne auslaufen, weil sie ergibt keinen Sinn, wenn ich sie nach links laufen lasse oder nach rechts laufen lasse. Da ist landschaftlich nichts, wo man das hinführen lassen kann. Also kommt die Straße eben mal wieder von meiner Seite. Und wenn ich von meiner Seite sage, ist ja hier auf dieser Seite der Bahn, die ist ja hinter mir, die, was ich hier gerade habe, ist ja die Stadt, die später mal entstehen wird. Und da kann man ja sagen, okay, kommt aus der Stadt oder was weiß ich was, ist aber auch eigentlich egal. Zumindest lasse ich die Straße da enden und nach links weg, wie gesagt, zu diesen Wagen hin, da hinten, möchte ich wie eine Art Trampel oder Pfad oder Waldweg hin machen und dann passt das irgendwo schon. Ja, ich denke mal, das lässt sich erstmal sehen für den ersten groben Aufbau. In den nächsten 1-2 Folgen werden wir dann das ganze Modulchen irgendwo hoffentlich fertigstellen oder vielleicht kommen noch ein paar Ideen rein. Und
Mir gefällt es erstmal. Man sieht, es sieht gut aus, es steht oben drauf, da kommen kleine Zäune noch hin, da kommen kleine Landschaften rein, da kommen kleine Gestaltungen hin. Muss ich mal sehen, was mir so alles unterkommt. Vielleicht habt ihr ein paar Ideen, schreibt es mal in die Kommentare. Hier oben habe ich jetzt zwei Videos wieder für euch verlinkt, die passen zum Thema, die könnt ihr euch sehr, sehr gerne anschauen. Dann würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr das macht. Und mit diesen Bildern würde ich mich ganz gern verabschieden wollen. Wir sehen uns nächsten Freitag 16 Uhr wieder. Dann würde ich sagen, macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss, euer Uli.